Da sind wir wieder mit Need for Speed Heat am Start. Herzlich willkommen zurück. So, wir fahren ein bisschen Rennen. Wir wollen ja ein bisschen Kohle farmen für den Ford F-150, den wir ja uns in der letzten Folge noch gekauft haben. Den aber wir noch tunen müssen. Also beziehungsweise mehr Leistung, mehr Power und reinsetzen. Aber dafür brauchen wir Kohle. Also Money. Und das heißt, wir müssen auf jeden Fall den Aston Martin jetzt erstmal noch ein bisschen im Einsatz haben. Eigentlich, wie gesagt, wollte ich ja schon machen. Aber vielleicht machen wir das in dieser Folge dann. So. So, hier ist noch ein Rennen. Was wir doch nicht auf der Strecke haben. Warte mal, hier ist noch ein Flamingo in der Nähe. Den ich eben kurz noch mitnehmen werde. Ich wusste gerade, wo das Ding ist. Oh. Oder ist das Ding unten? Das ist. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Gut, dann gehen wir mal rein in die Rennen und holen jetzt die 23.000 da. Ist ja schon die letzte Folge dieser Woche. Der eine räumt da mal ganz kurz eben die Streckenbegrenzung auf. Der wehrt sich, der Kollege. Geh mal weg. Was eine komische, verwinkelte Strecke, muss ich sagen. Aber die erste Runde. Wir haben drei Runden auf jeden Fall Zeit. Um das Rennen hier zu gewinnen. Es ist immer noch einer, der mir an der Backe klebt hier, ne? Der Mustang. Jetzt ziehe ich ein bisschen weg.
Ja, geschafft. Hui, was ein Rennen, ey. Sorry, wenn ich ein bisschen weniger gequatscht habe. Es hat, ja, einfach so. Wir haben es trotzdem geschafft. Wir haben gewonnen. Die 23.000, die nehme ich mir mal kurz mit. Der muss sagen, der hat es auf jeden Fall gehabt. So. Gut, den haben wir auch erledigt. Ich wundere mich, dass der jetzt sieht. Ich glaube tatsächlich, dass der unten ist. Der komische Flamingo. Ist der am Ende der Brücke? Da ist der. So, geschafft. Ja, aber den haben wir noch mitgenommen. So, geschafft. So, Sternstaub. Ich glaub, die haben wir alles schon am Anfang mal gemacht. Fällt mir so gerade ein. Stick. No? Ich glaube, die haben wir echt schon am Anfang mal. Das ist ein Time Trial. Das soll ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob die abgearbeitet werden, wenn wir beide gefahren sind. Eigentlich sind wir ja, aber sind wir ja, glaube ich, alle gefahren. Ich versuche euch ja alle zu zeigen. So, die 17.000 nehmen wir noch mit. Der Schlangentanz. Boah, was ist das für eine fiese Strecke? Muss man links gucken. Ich kann jetzt gerade nicht gucken. Haben sie gleich geschafft hier. So, geschafft, easy. Gut, die Kohle nehmen wir wieder mit. Das wäre doch ein gutes Geld gewesen. Jetzt macht der macht Laune. Der macht richtig Laune, der Wagen. Gut, nochmal Rap bekommen, wegen. Ich wurde von einem Spieler besiegt, okay? Ja, mir auch egal. So, da wäre noch ein Rennen. Klauen wir denn wieder 58? Ich muss jetzt auch ein bisschen beeilen, weil die Kopfsalbe rumstehen noch.
So. So. Ah, die Strecke ist das, ja, okay. Die sind, glaube ich, ziemlich am Anfang mal gefahren. In der anderen, Stufe. Irgendwann werden wir jetzt auch noch einen neuen Drifter holen. Mal gucken, welchen Wagen wir noch nehmen dann. Oh, das war... Da wollte der Wagen zu viel. Runde 2. Aber trotzdem ist das Auto, macht das Auto richtig Laune. Weil uns einer folgt. Oder eine. So. Aber die Sprünge sind schon mal weg. Jetzt werden wir auch das Ding geholt. So. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Jetzt wieder ein Rundkursrennen. So, das Schild mal kurz mitgenommen da oben.
Gut, bei dem Kopf braucht man noch keine Angst zu haben, weil der ist mir jetzt noch nicht wirklich aufgefallen. Der ist bei denen noch nicht in der Datenbank. Da ist er. So, die haben wir auch ohne Probleme geschafft. Ich nehme mal so ein bisschen zwischendurch mal ein paar Sachen noch mit. Warte mal gerade kurz, ob der... Das ist okay, der hat einen Schnellreisenpunkt. Der Bolzen nehmen wir mal so mit. Wie gesagt, dann gehen wir wieder. Gehen wir nach dem Ring, gehen wir ein bisschen aufbauen. Ich fahre jetzt nur nach und nach ein bisschen Rennen ab. So, den aber auch, holen wir uns auch noch das Rennen hier schnell. Aber mit dir, was fährst du da für ein Auto? Porsche oder was? So, jetzt können wir uns ein bisschen absetzen hier. Drei Runden bei uns. Runde 2. So. Und jetzt geht's gleich wieder an zu überrunden.
Hat leider nicht ganz fürs komplette Feld gereicht. Aber egal. Jacke wie Hose, wir sind vorne durch. So. Die Kohle nehmen wir wieder mit. Und darum wäre wieder ein Time Trial. Aber jetzt gehen wir tunen. Das war sowieso der Plan an der Sache. Plup. Willst du was Lustiges hören? Seit Anna Papis Wagen demoliert hat, läuft das Radio perfekt. So, Wagen aus für den Tune, das brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Steuergerät. Bisschen mehr Leistung jetzt für den Raptor. Wobei auch fast gar nicht, ja. Leider können wir auch nicht viel momentan erteilen. So, rein damit in das neue Getriebe. Gut, drin alles. Gut, da müssen wir warten noch. So, Optik-Tune. Jetzt gehen wir mal ins Optik-Tuning rein. Und ja, ich mag diese Felgen, diese BBS-Felgen. Größe ändern. Bremssittel. Super. So, Felgen. Die Bremssättel. Nehmen wir die wieder mit. Neue Seitenfälle rein. Brandschuhstange. So.
haben wir nun. Warte mal. Hintergrund ändern. Wunderbar. So, haben wir keine Spiegel, die wir machen ändern können? Nö, ne? Okay, gibt keine Spiegel. Gut. Dann geht jetzt auf Lackierung Folie und ich gehe mal auf die Community, was die da so zu bieten hat, wieder 150. Wir nehmen den. Die sieht ganz nice aus. So, Stance. Das Ding soll ja auf Offroad gehen. So. Perfekt, dann haben wir das Auto auch soweit getuned. Und immer grünes Neon. Und dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's mit dem ersten Martin in die Nacht rennen und dann gehen wir mal ein bisschen auf Rep. Wir brauchen nämlich Reputationspunkte, damit wir dann irgendwann im Level aufsteigen, damit wir auch so ein bisschen in der Story weiterkommen. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Need for Speed Heat.